Die Polizei hat gestern an mehreren Hauptrouten im Raum Tübingen den Fahrradverkehr kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der richtigen Beleuchtung. Wer ohne Licht erwischt wurde, musste mit einer Strafe in Höhe von 20 Euro rechnen. Unerlaubtes Fahren auf dem Gehweg oder gar Überfahren einer roten Ampel erleichterten den Geldbeutel um 10 bzw. 20 Euro. Mit den Kontrollen will die Stadt Tübingen die Sicherheit vor allem für die Radfahrer selbst erhöhen. In den nächsten Wochen kann es zu weiteren Kontrollen kommen.